So, der nächste Part von League of Legends. Ja, ich spiele wieder mit Ari. Ja, mein absoluten Pro-Gamer-Champ. In unserem Team ist eine Katrina, die vorher mit, was mich gerade verwundert hat, ich dachte, what the fuck, will die mich trollen? Und uns allen, weil als erstes kamen die mit Exos, also erschöpfen und wiederbeleben her, also Revive. Und ja. Und ich werde Mitte spielen, wie immer. Gegen Mordekaiser. Vermute ich. Mordekaiser benutzt als Ressource sein Leben. Darum wird er wahrscheinlich mit Life Regeneration anfangen. Mit der Lebensregenerationskette. Und ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie gegen Mordekaiser mit dir gespielt. Was auch noch mit dir spielen könnte, wäre Ezreal, aber das würde ich ihm nicht zutrauen. Eventuell höchstens APEZ. Aber nicht mehr. Aber ich habe Respekt vor Mordekaiser. Dann soll der mal fertig laden. Komm, gib mal Gas. Und dann geht's auch das Game schon los. Hoffe ich zumindest so. In unserem Team befindet sich ein Jungler, das wir vorher im Team nicht hatten. Diesmal haben wir. Oh, von oben nach unten ist nicht so gut, ist nicht so meine Stärke. Ja. Okay. Gegner haben Jax als Jungler und ich sollte eventuell zum richtigen Jungle gehen. Weil ich Nocturne. Nocturne? Hallo? Okay, Nocturne kein Jungle. Katrina sollte hochgehen. Sollte Katrina eventuell nicht hochgehen? Danke, und Nocturne fängt mit den Golems an. Okay, es wird los. Und Ezreal ist halb down. Auch cool. Lasst euch halt noch mehr treffen. Ja, die haben normalerweise genug Live-Rack. Wow. 3 Mana Regeneration per 5 Seconds. So viel gleich. 3 Wards, hätte ich eher nur 2 Wards, ein Ward gekauft und dafür Health Pots, aber jedem seine Sache. Ahri go top, sicher. Ahri top vor allem. Ahri. Sagen wir denn mal, dass Ahri only mitgespielt wird. Katrina kannst du auch Top-Lane spielen. Weil Katrina kann auch ein bisschen tanky werden, was Ahri definitiv nicht kann. Ahri, okay, wenn man sich bestimmt auf bestimmte Tanker entwickelt, kann sie auch ein bisschen tanky werden, aber nicht in der normalen Item-Notation ist es nicht drin, dass man tanky wird. Und ja, Mordekaiser. Da habe ich gefailt. Ah, da hab ich wieder gefailt. Ich darf das Last Hitten gerade nicht so verkacken. Das sind schließlich meine 20 Gold, die ich damit verdiene. Beinahe hätte ich mich verdrückt. So. Noch nie gegen Mordekaiser Mitte gespielt. Also Flame bitte. Okay, auch cool, dass mein Ohr auf Deception durch ihn durchgeht, ja. Okay. KKK. You don't say, right? Und ich lag ein bisschen. Das gefällt mir gerade ausgesprochen nicht. Muss jetzt ehrlich sein. Also keine normalen Lags, sondern Internet-Lags. Wie ihr jetzt sicher bemerkt habt. Und da ist er schon wieder durch ihn durchgegangen. Was geht mit diesem Typen vor sich? Backt halt ein bisschen rum, ey. Aua. Haben wir noch einen Dot drauf.
Gut, danke Riot. Ich treffe ihn nicht. Keine Ahnung wieso. Aber. Aua. Ich mache ihn aber auch ausgesprochen viel Schaden. Er ist relativ tanky. Nocturne hat es tatsächlich geschafft, die Kurve zu bekommen. So, gehen wir mal Level up. Ich habe viel zu viele Minions verschenkt. Wo haben wir denn Mordekaiser? Hat 9. Ich habe 11. Okay, auch nicht gerade die Welt, aber. Oh wow, diesmal ist es nicht durch ihn durchgegangen. Okay, nur zur Hälfte. So, eventuell sollte mal. What the fuck? 740 Life. 40 Life mehr. Okay, dafür benötigt er auch sein Life als eigene Ressource. Und er frisst gar nichts gegen mich. Ja, also ich muss schon sagen, ich finde es natürlich cool, wie meine Attacks durch ihn durchgehen. Aber, okay. You don't say. Da hat er schon mal geflasht, das reicht mir schon mal. Schon mal ist ein Summoner Spell von ihm verschwendet worden. Ich muss eventuell gucken, dass ich ihn nochmal in Stun bekomme. Ich hatte jetzt schon ein bisschen verwundert. Warum meine Angriffe durch ihn durchgingen. Und ich hänge mit den Minions ziemlich stark nach. Ich darf nicht so viel quatschen, mehr konzentrieren. Und ich sag mal SS. Und wir haben First Blood. Sag mal Re. 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 Mein Gott, alles doppelt und dreifach sagen, ey. Jetzt wäre ich davon ausgegangen, dass ich treffe. Okay, das Game werde ich so ein bisschen verkacken. Allein nur wegen meinem Ping. Der ist viel zu hoch. Genau, one hinter dem Minion nur noch. Wie viel Mordekaiser hat keinen Health Pots mehr? Sagen wir mal nochmal SS. Weil er wieder fehlt. Ja. Ach, komm, ey. Ich krieg's ja gar nicht gebacken gerade. Natürlich auch cool, wenn ich das Last Hit in derbe verkackt gerade. Jetzt habe ich getroffen, endlich. Und da hole ich mir ihn auch noch. Mein Gott. Mordekaiser ist zwar vor mir wieder da, aber okay. Na, wenn wir sollten die Legs nachlassen. 123er Ping. Nichts Beste, aber. Ich habe viel zu wenig Minions. 22 ist definitiv zu wenig. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Und Nocturne countert ein bisschen. Und da ist er schon wieder. Oh, what the fuck? Ach, der hat sich gleich die Boots geholt, okay. Noch hier los. Hau ihn mit dir raus. Ja. Ja, kriegt ein bisschen Schaden rein. Und da kommt Jax. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, da hat ein bisschen Schaden bekommen. Und wieso hat er gerade keinen Tower-Hit gefressen? Lol. Ich check, ich blick nicht durch bei diesem Champ. Und eventuell sollte ich mich nicht so von den Minions hauen lassen. Das war jetzt geschenkt. Das, was ich jetzt an Schaden genommen habe, war verschenkt. Aber 14 Sekunden, dann müsste Mordekaiser wieder ein bisschen sterben. Ah, da komme ich nicht ran, schade. Also Mordekaiser scheint nicht gerade der Beste zu sein. Und ich gerade auch irgendwie nicht. Ich verkacke gerade derbe. Oder eventuell probiere den Champ neu aus und spiele ihn dann später in Rankeds. Kann natürlich auch sein. Auf jeden Fall hätte ich jetzt... Oh, schreien so nach einer Ultimate. Ah, hi Jax.
Oh, Double Kill, Double Kill, Double Kill, Double Kill. Genau! Oh, fuck it. Fuck it, ey! Ja, da hat natürlich meine Ultimate gebuggt, weil es heißt ja auf dem Nirby, prioritizes Champions. Ich habe halt natürlich wieder gesehen, dass drei Viertel der Essenzbolts sind einfach mal so ohne Probleme auf Dingens gegangen, auf die Minions. Natürlich auch schön, wenn sowas passiert. Buggy Ultimate, what the fuck, ey. Sowas mag ich natürlich. Dann frisst der Typ nix. Und da. Nocturne geht runter. Und Katrina ist schon wieder da. Alter, ey, das schreit so nach Double Kill, ja, und dann kriege ich erst einmal Exhaust rein, dann drücke ich keinen Schaden, dann packt die Ulti, natürlich auch schön. Ja, da höre ich es wieder, da flame ich ein bisschen. Aber okay, das muss ich jetzt ein bisschen ausbaden, ne. Sowas ist natürlich auch schön, wenn sowas passiert. Prioritizes Enemy Champions und dann geht ein Dreiviertel der Attacken auf die Minions. Schön, wa? Bitte hat Mordekaiser. Ne, Mordekaiser hat Gott sei Dank nicht den Kill bekommen. Und der Tod hätte wirklich nicht sein müssen, ey. Ja, da seht ihr es mal wieder. Ich spiele einen Total Buggy Champ. Eventuell sollte sich Riot mal daran setzen. Weil viel zu viele Essenzbolts sind auf die Minions gegangen. Hätten wirklich alle Essenz. Würde die Ultimate richtig funktionieren, also alle Essenzbolts wirklich auf den richtigen gehen, dann hätte ich vielleicht sogar einen Double Kill gemacht. So, dann nimm erstmal das. Ah, er will mich wegdrücken von den Minions. Vergiss es. Oder es liegt eventuell an seiner Passiv, dass er die nicht, dass ich die nicht treffe. Da, ja. An, wahrscheinlich an seiner Ressource oder so. Ja, dann hol ich mir jetzt halt. So, ich steige ja direkt zum Negatron-Mantel. Oh Gott, der Tod hätte nicht sein müssen. Es gefällt mir ganz und gar nicht. Meine Sets 2-1 bei 11 Minuten. Muss ich ändern. Und eventuell sollte ich nächstes Mal nur mit Headset aufnehmen, nicht mit meiner 5.1-Anlage. Es fehlt mir nämlich ein paar Sounds. Warte, vielleicht kann ich... oder... vielleicht... So, also ist... kommt von hinten auf jeden Fall der Sound. Also darum scheint er für mich so leise zu sein. Wahrscheinlich ist er für euch relativ zu laut. Bom, bom, bom. My Minions, Bro! 10 Minuten jetzt Negatron Mantel ist natürlich auch schlecht. Da ich natürlich mit dem. Ah, oh, das war glaube ich Soraka Ultimate. Wie lange? Das war nicht mehr lange, aber okay. Donk, donk. Okay, es scheint so, dass er nicht gerade der beste Mordekaiser ist. Da habe ich mich dumm angestellt beim Treffen. Will ich jetzt noch meine Ultimate haben, wäre natürlich Mordekaiser mal wieder Geschichte. Um uns drei Minions. Ja, Nocturne hat. Ich, normalerweise bin ich da auf dem Bereich bei 80, 90. Ihr sollt nur ein bisschen näher kommen, dann hätte ich ihn. Egal, meine Chance, ein paar Minions zu bekommen. So, dann wird er sein komisches Ferocity aktivieren. Und eventuell. So, geht doch. Ja, da fehlt mir der Sound davon. Ich werde demnächst wirklich nur mit dem Headset aufnehmen. Ja, der Scheiß drauf, ey. Ich hab halbes Mana, es reicht. So.
No one will stand in my way. So, jetzt kann ich weggehen. Ich müsste mindestens in dem Zeitpunkt, mindestens 80 Minions haben. Mindestens. Ich müsste ungefähr auf dem Niveau von Charwan sein. Da habe ich am Anfang ein bisschen das Last Hit verpeilt, weil ich mich eher auf Dingens konzentriert, auf Mordekaiser. Und das ist trotzdem ein bisschen laut. Nonsense, ein bisschen leiser. Ja, stimmt, ungefähr so wie vorher ungefähr. Ja, ich werde jetzt demnächst wahrscheinlich mein Headset komplett aufnehmen. Nur mein Headset und schon zum normalen Zocken werde ich wahrscheinlich auch Headset benutzen. Auf jeden Fall funktioniert das mit der 5.1-Anlage definitiv nicht richtig für mich. Oh, dann schauen wir mal vorbei. Gib mir ein bisschen Schaden, yo. So, jetzt ist er schon wieder halb da und will er mich verarschen. Machen wir uns die Minions. Und meine Ultimate wäre sogar wieder ready und wir bekommen größtwahrscheinlich den Dragon. 190 Gold. Ja. I know what they desire. So, stirb mal, mein Freundchen. So. Also der Mordekaiser scheint nicht gerade der Beste zu sein. Ich glaube, der wird auch im Gegnerteam gerade ein bisschen geflamed. Call so bad. Und da ist Jax. Jax ist babysitten und Israel kommt auch noch. Aua, und die können gut bursten. Au. Weg da. Nein! Eventuell sollten sie nächstes Mal sagen, dass Israel hochkommt. Schreibe ich den auch mal. Next time, please, SS. Weil wegen dem bin ich jetzt gestorben, weil ich nicht wusste, dass Israel hochkommt. Oder hochkam. Das war jetzt halt nicht mein Fehler, sondern der Fehler von der Botlane. Das war wieder ein unnötiger Tod, der nicht sein müsste. Die hätten sich den Tod sparen können und da wäre... Ey, da ist drin. Dann markieren wir mal schnell drin da mehr. Dort ist wahrscheinlich doch die Wand. Ah, doch. Schön, EZ. Schön. Eventuell hilft. Ja, Blue ist nicht da. Müssten wir counten und counter mehr viel Arbeit. So, mir gefällt mein Game gerade ganz und gar nicht. Wenn ich so, dann hätte ich wahrscheinlich 8-4, wenn es so weitergehen würde, wenn ich so. Und da lag ich wieder. Lags sind absolut nicht schön. So, dann gehen wir weiter auf den Turm. Und da steht der Mordekaiser, unser Freund. Donk, donk. Da ist er schon wieder halb down. Natürlich ein Vorteil für mich. Und da kommt Jax. Ja, ja. Gleich gefailt. Naja. Ah, da ist er knapp weggekommen. Doch nicht. Sehr schön, jetzt können wir da erstmal den Tower wegpushen. Ohne Probleme. Israel, du hast kleine Probleme. So. Ah, oben ist. Mordekaiser? Ja, stimmt da. Schauen, ob ich ihn da helfen kann. And Melody. Gehen wir mal hoch. Schauen wir mal, wo unser lieber Mordekaiser bleibt. Not here. Not here. Doch, da ist er. Da ist er ja. Okay, ich muss runter. Ich muss Watch stellen. Oh, hallo Jax.
Hi, Checks. Lass mich bitte in Ruhe, Checks. Danke, Checks. Schauen wir mal dann worthin. How tempting. Und dann worthin. Und dann würde ich mal überlegen, ob wir weggehen. Ja, hallo. Overwolf Gadget. Oh, das war eine schlechte Idee. Nein, Mordecai darf keinen Kill bekommen. Und Mordecai ist halt so richtig schlecht. Aber der Tod, den ich da hatte, den hätte ich sparen können, sag mal so. Und Request Aid at Outer Turret. Okay, der Tower geht down. Israel hat schon einiges an Items. Und ich sage immer noch, Requests Help. Ich request immer noch Help, und zwar massig Help. Plugs, danke. Dankeschön. So, dann pushen wir mal. Ah, jetzt hat er Undying Rage. Das war jetzt die Reaktion vom Feinsten. Ja, genau, geht nur auf mich. Das macht man nicht. Genau, geht halt nur auf mich. Nein! Verdammt, 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 verdammt. Sehr schön. Da ist das Gegnerteam auch komplett gefallen. Ich dachte schon, oh verdammt, ich bin so tot. Und dann sieht mir Israel den. Ja, danke. Den wollte ich eigentlich für mich haben, das Gold, aber okay. So, gehen wir mal back. Auf. Tja, ich habe keinen Sound da. Ihr werdet es wahrscheinlich hören, vielleicht auch nicht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall brauche ich neues Ding jetzt. 525, gefällt mir definitiv nicht. 622, auch nicht gerade die besten Stats von Israel. Hat aber halt mehr Minions wie ich. Ah, war ein bisschen spät. Sorry, Katrina, aber der war trotzdem ein bisschen spät. Wow, uhuhu. Der Glück. Kleine. Donk. Sehr schön. Ah, kann ich nicht mehr ganz hin, schade. Oh, das was du da machst, ist, du lebst auf gefährlichem Eis, Katrina. Das was er macht, ist auch nicht gerade die beste Variante mitten im Weg. Sehr schön. Und dann weiter geht's. Ah, kommen wir leider nicht mehr dran. Bisschen was hat er trotzdem abbekommen. Mordecai kriegt ganz schön eins auf die. Ah. Ach komm, lass halt mir den Blue Buff. Du hattest doch schon einen. Mein Gott. Gib mal Mana bitte. What the fuck? Werden die mal. Was also, halt so, mein Gott, und da habe ich meinen Blue Buff. Geht doch. What the fuck? Okay, Leute. Da war Israel.
Und hat E3 bekommen, okay. Lelebeppel. Go! Oh, schön! Da war, wurde Israel getrollt und zwar richtig hart. Und da wurde ich getrollt mit einem Lag. Richtig hart. Ich habe meinen Blue Buff. Finde ich natürlich auch sehr nett. Und dann werden wir mal die neuen Wards platzieren. 727. Die Stats gefallen mir doch schon ein bisschen besser wie die vorherigen. Ich glaube, ich bin schon wieder Killing Spree. So, danke für das. Und da war ein Leck. Und Lecks sind böse. Lecks mag ich nicht. Oh. Oh, 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 oh. Ich bin 4 Level höher wie Jax. Yo, Bro. Oh ja. Donk, 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 donk. Donk, 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 donk. Donk, donk, donk. Ja, ich muss zwar stark Minions aufholen. Und. Evan, das sollten wir auch ein bisschen mehr werden, weil Javan hat doch ein bisschen viel Leben für mich. I know what they desire. Sehr schön, Rampage. Ah, der hatte doch ein bisschen Glück. Nein! Mordekaiser kriegt einen Kill, das gibt's ja nicht. Was ist mit ihm los? Er hat einen Kill bekommen. Schlechteste Mordekaiser auf EU, ey. Und da kriegt er einen Hit reingedrückt. Sehr schön. Ist der auch wieder tot? Bitte so locker lassen wir die Minions. Dankeschön. Dir gehören keine Minions, du bist sofort. So, dann gehen wir mal drin da mehr. Der schreit so direkt nach einer kleinen. Hi. Hallo Soraka, helf mir mal bitte. Okay, reicht, 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 reicht. Dann gehen wir mal schnell in den Jungle. So, wo waren wir stehen geblieben? Genau, da. Sehr schön. Oh. Okay, ich habe 3er Gold. Wir kaufen ihn. Ach ja, und ihr werdet in einer Box was Schönes finden. Es nennt sich ein Referral-Link, also zum Freunde werden. Ihr könnt draufklicken, es kommt mir zugute. Ich werde mich freuen. Ich würde mich freuen, wenn ihr drauf über diesen Link euch anmelden würdet. Wenn ihr nicht schon angemeldet habt. Da. Oha, Nocturne geht ja ab. Ich hebe ab. Ab. Ab, ab, ab. Ja. Gut. Sehr schön, würde ich mal sagen. Da wäre Jax, den würde ich mir holen können. Man muss sagen, die Soraka ist nicht gerade schlecht. Okay, dann gehen wir mal Bot. Sind mehr Minions, wo ich mir holen kann. Dann muss einer top gehen. Ja, Israel geht top. Und Nocturne holt sich einen. Yes, sir. Schön. Machen wir mal da ein bisschen was. Nein, dann pushen wir noch ein bisschen weiter. Sonst sind wir gleich nochmal so viele. Minions sind böse. Okay, eigentlich gar nicht. Eigentlich helfen sie mir ja, weil sie mir Gold geben, aber. Es reicht schon wieder. Sag mal, danke noch fürs Helfen. Okay, 9-2.
Ja, okay, sagen wir es mal so. Der Mordekaiser ist jetzt auch der beste Spieler EU. Halt. Ich warte noch. Ich warte doch nicht. Ciao, noch Blue Buff. Gefällt mir nicht, 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 nicht. Sehr schön. Danke für das Gold, meine Freunde der Nacht. Und dann gehen wir mal da rein. Schauen, was da auf uns wartet. Ich sag mal hier ein Wort. Und hi, Jaban. So, danke für den Kill, Bro. So, dann stellen wir mal da noch was Schönes hin. Sehr schön. Also 10-2, ja, geht. Sind nicht gerade die besten Stats. Eine Tod hätte ich mir sparen können, aber was soll's. Ah, da müsste ich knapp. Ah, 4 beim Tower ist trotzdem böse. What the fuck, was geht mit dem Nocturne sicher? Und was? Bong. Oh, überlebt er knapp, schade. Ey! Macht man nicht, man nimmt mir keine Minions. Bäh. Gut, Soraka. Renn nur zum Tower, es tut dir gut. Ich wüsste nicht, wie du deine Heilkraft entfalten kannst. Und da sind die Minions, sehr schön. Jetzt holen wir uns mal den Turm. Und die fliegen. Und da den Tower ab. Yes, sir. Nocturne. Tja, Bro, sorry, Bro. Ja, Steam halt noch ein Kill. Nee, nee, ich will auch noch Legendary werden in dem Tag. Irgendwie hat's Gefühl, dass die Gegner nicht surrendern wollen. Ey! Man nimmt mir keine Kills! Meine Fresse! Fällt mir halt gar nicht, dass mir jetzt 3 Kills gestealt wurden. Aber was, naja. Ich wäre halt schon lang Legendary gewesen. Also legendär. Egal, dann werde ich es halt für jetzt. Jetzt kriege ich einen Kill, definitiv. Komm! Okay. Doch nicht. Ich will sogar noch Legendary werden. Israel von uns hat 8-3-10 und da. Yes, sir! Yes, sir! Jetzt bin ich offiziell legendär. Leider wurde es mir noch nicht angezeigt. Weil ich einen Double Kill machte. Darum wird mir jetzt nicht angezeigt, dass ich Legendary bin. Oh ja. Oh nein, 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 Katrina ist böse. Ist böse, sowas zu machen. Ja, sorry, konnten wir dir kaum helfen. Oh fuck, jetzt habe ich Angst. Noch ein Kill weniger, egal, ich bin offiziell Legendary. Komm, 8 Sekunden, die mir wieder auf die Nerven gehen. Okay. Da wäre drin, da mehr. Ja, ganz gezielt ist er ausgewichen, okay. Sagen, not bad. Der, wie er ausgewichen hat, war jetzt richtig gut von ihm. Aber nicht mehr. Was auch noch gut von ihm war, der hat mich gefeedet und zwar Hardcore. Ich sagte Hardcore! Oh, Undying Rage. Legendary! Und da geben die Gegner sogar auf. Dann sagen wir mal GG, good game und ich lebe noch. Sehr schön, ich bin Legendary. 8 Kills in einer Reihenfolge ohne zu sterben. Für mich war es ein relativ leichtes Game. Ich dachte, ich würde vollkommen verkacken. Ihr werdet mir wahrscheinlich Flame gehört haben, wie ich versucht habe, den Double Kill zu holen. Mordekaiser und
checks. Beide richtig low life. Was machen die Kugeln von meiner Ulti? Gehen jetzt immer volle Kanne auf die Minions. Aber an sich, netter Part. Viele Kills. War mich verwundert. Und ja. Am liebsten hätte ich da schon ausgeschaltet. Naja. 2-1 und dann höre ich erst mal ein bisschen auf. So, das war's jetzt. Wir sehen uns im nächsten Part. Ciao.